Grüezi miteinander, da ist der Rasenreporter vom TBW Net wieder los. Ja, hast du gewusst, heute wieder mit dieser Rubrik, hast du gewusst, dass wir in Würelos eine ganz bekannte, erfolgreiche, sympathische Sängerin haben? Every time I look at you, I feel I wanna stay, cause you're giving me all the love, all the tenderness. Diana, habe ich schon früher im Bündnerland kennengelernt, hast zwar nicht gewusst, er hat dort Tanzmusik gemacht und irgendwann sind wir uns wieder begegnet. Und im Vorteil kennt man sie sehr gut. Sie hat bei vielen Jubiläen, bei Hochzeiten, bei Festivitäten hat sie gesungen. Und jetzt ist sie eine ganz bekannte Sängerin in der ganzen Schweiz. Corona hat sie leider ein bisschen gebremst. Jetzt ist sie am Üben daheim und sie ist nicht mehr auf der grossen Bühne. Ganz, ganz schwierige Zeit für sie. Wir gehen sie heute besuchen, respektive wir sind schon da. Und Diana, danke, dass wir zu dir kommen durften. Du musst jetzt hier üben, ohne Publikum. Genau. Ja. Und jetzt singe ich eins für euch. Mhm. Looks like we made it. You got a vow if you're my baby. You might talk the long way. When you will get there someday, they said, I'm better. Du hast also nichts verliert in dieser Zeit. Du hast natürlich genug Zeit gehabt zum Üben. Aber eben, du würdest natürlich viel lieber auf der Bühne spielen. Bühne, wie ist das allerdings, wenn du auf der Bühne kannst spielen? Wer sind dort deine grössten Fans? Was machst du am liebsten auf der Bühne? Was für Instrumente spielst du dort? Ich singe am liebsten und spiele ich ein bisschen Querflöte, Saxophon, Ukulele. Mhm. Einfach Saxophon und Ukulele spiele ich seit 5 Jahren, plus minus. Piano natürlich habe ich in Musikschule gelernt, mit Querflöte. Mhm. Und meine größten Fans sind eigentlich Kinder. Mhm. Du hast sehr gutes Verhältnis zu den Kindern, gell? Das haben wir auch bei dir gesehen, da kommen wir sicher noch wieder darauf zurück. Du wohnst in Würelos. Wie bist du auf Würelos gekommen? Wie gefällt dir Würelos? Was ist speziell an Würelos für dich? Ich war früher in Wettingen und eigentlich nach meiner Scheidung bin ich hier eingezogen und bin ich so froh. Ich habe die beste Vermieter der ganzen Welt. Die das sind für mich wie eine Familie geworden. Ich kann über alles mit denen sprechen. Du kommst ursprünglich aus Bulgarien. Erzähl mal ein bisschen deinen Werdegang. Was hast du gelernt? Wieso bist du da hingekommen? Ich bin aufgewachsen in Bulgarien und ich bin plus minus mit 20 Jahren hier gekommen und ich war in Musikschule, so Musikgymnasium mit Querflöte und obligatorisch Piano. Mhm. Und nachher mit einer großen Band war ich sofort in Finnland und Norwegen, aber nur für 1-2 Monate. Mhm. Und per Zufall in Schweiz gekommen und sind wir da geblieben. Mhm. Am Anfang waren wir Diana Band, wir waren zu viert, nachher Diana Duo und dann seit fast 20 Jahren einfach Diana, nur Diana. Und mit deiner erfolgreichen Musik hast du natürlich gut können leben, das ist immer gut gegangen. Genau. Du hast alle Bühnen eigentlich, wo ich dabei war und das gesehen habe, hast du die Leute begeistert. Ja. Die Leute haben mitgemacht, haben geklatscht, sind aufgestanden, haben Polonaise gemacht. Das ist für den Künstler etwas vom Schönsten, wenn man die Leute begeistern, man kann Freude machen und man merkt, dass das, da geht einem das Herz ja auf. Genau. Was macht dir sonst noch Freude an der Musik? Alles, wenn ich glückliche Menschen sehe, das macht mich automatisch glücklich. Und natürlich auf jeden Auftritt
ich passe mich an dem Publikum, weil ich so breites Repertoire habe, vom deutschen Schlager bis rockige Musik. Mhm. Und da kann ich schon sehr gut anpassen. Und für jung und alt natürlich auch modernste Hits. Mhm. Auch jetzt, wo Corona-Zeit war, habe ich trotzdem geübt. Auch mit Jerusalem, der größte Hit, in diese Zeit gekommen ist, und noch viel anderes. Und das können wir dann noch zusammen tanzen. Genau. Und das macht mich glücklich. Wenn ich glückliche Leute sehe, das kommt automatisch zurück. Es ist. Und eben mit den Kindern, ich habe ein paar Fotos gefunden von dir. Es hat sehr viele Fotos eben mit Kind. Also da hast du mit Kind. Ja, ich sammle alles, das immer noch. Das ist vor so vielen Jahren. Ja, ja. Aber ich sammle das immer noch. Du hast ein paar Erinnerungen auch von den Kindern, gell? Ja, genau. Wie sie dir Sachen geschenkt haben. Ja, genau. Einfach was die malen und genau diese Bilder habe ich jetzt auch. Mhm. Was die schreiben. Mhm. Du bist die beste Sängerin, the best music of the world und so. Das stimmt und das ja. macht mich. Nein, das stimmt sicher nicht. Das stimmt nicht, aber das macht mich einfach glücklich, dass ich so denke und dass ich so drüber komme. Also darum sind die Fans so. Die lieben ihre Stars, sage ich so. Für die beste Sänger. Es ist falsch geschrieben, aber ich finde das einfach super schön. Ganz im Abfall da. Du hast noch viel mehr bekommen. Viel mehr, ja. Viel mehr. Und ich sammle alles das. Sehr schön, ja. Die malen auch meine Katzen und ich habe zwei Katzen. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way I like, dances of your hair. A million colors of hazel, golden and red. Schön. Und die malen das und das sind ich komme ganz gut mit den Kindern einfach. Und eben da bei den Fotos haben wir auch. Also überall gesehen, ich habe mit Kind. Genau. Aber natürlich. Nicht nur kleine Fans hast, ja, du hast auch grosse Fans, oder? Also das sind auch noch kleine Fans. Ja. Und die Kinder sind zum Teil sehr wahnsinnig, wie die da mitgehen. Die sind begeistert. Die sind absolut. Die Augen, gell? Das ist absolut. Strahlende Augen. Ja, das Und du hast natürlich auch eine Art, wie du die Kinder kannst bezaubern kannst. Mit den Querflöten, mit deinen Gesängen, mit deinen musikalischen Sachen. Mhm. Aber du spielst natürlich. Vor allem auch für die Erwachsenen. Die Kinder. Aber wenn Kinder auch glücklich sind, die Erwachsenen sind auch glücklich. Weil die Kinder sind meistens. Ja, genau. Das ist in Dübendorf, wo ich über 10 Jahre spiele, vor Feier, am 31. Juli. Und die Kinder kenne ich seit sie ganz klein sind. Und alle haben, die Eltern haben gesagt, Diana, noch am ersten Jahr, Diana, die haben gesagt, wann kommt die polnische Frau? Das ist wegen das. Ich spiele schon. Moderne Stück, aber ich nehme die alle und dann spazieren wir durch die Tische. Ich weiss, du hast mir gesagt, du spielst seit Jahren an gewissen Orten, wirst du immer wieder eingeladen, die haben nur dich, bei Vereinsfest oder bei 1. August. Genau. Seit Jahren lang, über 10 Jahre spiele ich immer für. Da haben wir sogar ein Foto gegeben. Auf Google Trivia los, Da sind alle so happy. Genau, dort hat es auch grosse Bolognese gegeben. Ja, genau. Ganz zelte mit den Kindern, genau. Das stimmt. Das waren 600 Leute. Eben so. Genau. Du spielst nicht nur von 50 oder 100 Leuten, sondern zum Teil bis 1000 Leute. Bis 1000 Leute, ich habe früher gespielt in einem Dancing und dann die Chefin. Es waren nur zwei Leute am Bar. Mhm. Und die Chefin ist gekommen und hat gesagt, Diana, du kannst bis 1 Uhr spielen, es bringt nicht bis 2 Uhr für zwei Leute. Mhm. Aber ich habe gesehen, die zwei Leute sind so an Musik interessiert. Jede Stück, jede. Und ich habe von mir aus bis 2 Uhr gespielt. Und dann, sie war so überrascht und sie hat gesagt, es ist mir noch nie so etwas passiert. Die Musiker freuen sich, wenn sie früher Schluss machen. Oder wenn das um Musik geht, kann ich auch für eine Person. Genau, so haben wir Festsaal mit vielen Leuten. In Würenlos, Und du hast ja auch noch mehr wählen. Du hast mal Eurovision Vorausscheidung, hast du mal ein Video eingeschickt. Ja, genau, 2009. Und da hast du glaube ganz knapp, wer hat denn dort gewonnen, Schweizer? Es hat Michael von der Heide. Ich habe nur das Video geschickt, leider nicht weitergekommen. Aber für mich war eine super Erfahrung, sage ich so, weil das war mein erstes Video. Damals war nur mit Video darf man sich bewerben. Da hast du verschiedene Dinge. Also auch für Hardrocker habe ich gespielt. Und
Ich habe immer gedacht, Hardrocker sind so harte Menschen, kalte Menschen. Mhm. Und ich habe meine Meinung nachdem einfach reviviert, geändert. Und die sind ganz lieb, lustig. Nebst guter Musik, bist auch gut gekleidet, angepasst, oder? Genau, genau, also 100 Jahre SVP in Bezirksdienst. Wunderschönes Kleid auch da. Ja. Und es war ein super schönes Fest. Mhm. Und da eben Dörf haben wir noch mal gesehen. Genau, das ist in Binnen und Ersam, habe ich 4 Jahre lang gespielt für Harley Davidson Treffpunkt. Ja, ja. Immer am 1. Mai. Und die kommen immer zu dir und sagen? Immer. Leider nach 10 Jahren, ja. Der Jubiläum hat der Chef gewechselt und ich habe nicht mehr diese Fest organisiert, weil letzte 3 Jahre hat immer geregnet. Immer. Mhm. Und die bauen ein riesiges Zelt neben dem Garage und es hat sich nicht gelohnt einfach. Und in der Schweiz, trotzdem du von Bulgarien kommst ursprünglich, bist du voll integriert, oder? Genau. Auch nationalviertig. Genau. Bist du häufig, meistens, irgendwo im Einsatz gewesen, gell? Das ist am 1. August in Lindau, Frettikon. Mhm. Auch über 10 Jahre spiele ich dort und fühle ich mich auch dort wie zu Hause, wie in Dübendorf. Ich spiele dort so viele Jahre und in Lindau und finde ich schön und toll. Du hast Lieblingsstücke, die du gerne spielen tust. An denen fährst du mit der Querflöte. Kannst du uns mal mit der Querflöte noch spielen? Liebling, ich habe so viele Lieblingsstücke, aber so eine kann ich es. Vorher das auf der Foto gesehen. Ja, genau. Danke. Das war Kessara, das kennt jeder. Kennt jeder, genau. Wunderschön. Genau. Ich sehe gerade diese Foto und wollte ich sagen, das war das gesehen, ja. Alpenrockhaus. Alpenrockhaus, die was kennen, das ist ein riesen Tempel gewesen, genau. In Klotenus. In Klotenus und nachher in Dietikon habe ich auch gespielt für Pinja Stiftung. Das sind Behinderte, für Behinderte. Schön, und über 300 Leute und das war eine meiner Highlights eigentlich. Ich glaube, die Behinderten, gerade die so Trisomie 21, die das haben, für die ist Musik noch etwas viel Wichtiges, glaube ich auch. Absolut. Ja, ja. Die freuen sich und die haben die ganze Zeit getanzt. Und ich musste Pause machen, dass sie sitzen. Mhm. Und am nächsten Jahr wollte jeder mich begrüßen, Hand per Hand. Und ich bin eigentlich sehr empathischer Mensch, weil ich kann mit Emotionen umgehen von Leuten, ich kann auch Körpersprache lesen, die Mimik vom Gesichter und das hilft mir sehr bei meiner Arbeit. Genau, das habe ich auch gespürt bei dir, wenn du Musik machst. Du kannst die Leute spüren, oder? In welche Richtung es geht, dass es Stimmung braucht oder dass jetzt ein bisschen Tanzmusik kommt oder so. Oder aber ganz leise im Hintergrund. Oder das Bild, wo wir auch drauf sind. Ja, genau, das war so schön. Ja. Und ich spüre auch, wie du das siehst, was die Leute jetzt brauchen, oder? Genau. Hier auch grosse Gala, da bin ich sogar mit mir drauf. Genau, wunderschön. Und das sind natürlich schon schöne Erlebnisse, die du hier hast. Mhm. Du hast ja, glaube ich, auch bekannte Persönlichkeiten schon getroffen. Oder verschiedene, was hast du für Leute getroffen in deiner Erfahrung bis jetzt? Grösse? Viele, ich kann nicht alle einfach erzählen, aber ganz viele. Ein Highlight war mit Seven auf einer Bühne zu stehen, das war für eine Firma. Und natürlich, die haben ihn separat engagiert, aber das war für mich so nah. Er war einfach eine Hand weit von mir. Ich habe gespielt und dann habe ich Pause gemacht und er hat in dieser Pause gespielt mit Trio, akustisch. Und er hat einfach Hammerstimme. Und so nah das zum Erleben. Oder mit vielen Komikern, Peter Pfändler, mit auch der Hans, die Region bekannteste, Roger, der Hans. Tom Davies. Natürlich auch Rufe Tiere, wie du gesagt hast. Appenzeller. Ja, genau. Du, Gabe und die Messer. Katze. Ah, ich liebe Katzen. Ja, Hunde, einfach. Und man Messer, findet mich dort. Messer und Gabel haben wir da auch gehabt, hä? Genau. Ja, Messer genau. und Gabel. Wie geht man denn so mit diesen Künstlern um? Ist man da eine Familie mit denen? Oder wie ist eigentlich, die sind separat engagiert, aber wenn die kommen, die benutzen auch sehr oft meine Mikrofons und so und wir verstehen uns gut ich mit jedem. Genau. Genau. Ja. Das ist mit Seven da. Ja, genau. Genau vor dem Auftritt und ich war so glücklich. Das ist auch eine ganz bekannte Persönlichkeit. Ja, Kiwi.
Cleavy und Caroline. Genau. Ja, Cleavy und Caroline, genau. Hat er noch mit ihm mitgesungen dann, Caroline? Nein, nicht, ja, aber er hat so mit den Gästen so viel Spaß. Ich lache immer, wenn ein Komiker dabei ist. Ich lache immer, immer mit. Schön, und liebe solche Auftritte. Das ist noch ein Künstler, hä? Ja. Stefan Enzler, glaube ich, oder wie ist sie? Ja, bin ich mir ganz sicher. Und der ist noch ganz bekannt natürlich. Erwin aus der Schweiz. Erwin aus der Schweiz, genau. Ja, genau. Genau, der war auch so nah beim Privatfest. Und genau. Jetzt ist eben einerseits die Corona-Zeit gekommen. Du hast von heute auf morgen hast du keinen Auftritt mehr gehabt. Also du hast einen Haufen Auftritte buchen gehabt. Mhm. Und plötzlich geheißen, der kommt nicht, der kommt nicht, der kommt nicht. Alle sind abgesagt. Alle sind abgesagt. Alle. Und du hast ja auch von dem gelebt, oder? Wie ist das bei dir? Was ist da passiert bei dir? Einfach, alle haben mich unterstützt. Einfach, es ist kaum zu glauben, aber ich habe nie gespielt und trotzdem einen Großteil von meiner Gage bekommen. Und das hat mir einfach sehr viel geholfen, das zu überstehen, diese schwierigen Zeiten. Und dann August und September habe ich gespielt, natürlich. Ja. Und dann ist weitere Absagen und jetzt hoffe ich, dass es bald wieder los geht. Hast du das können anmelden bei der Arbeitslosenkasse, beim Bund? Ich habe alles geschickt, alle Absagen von Verträgen und alles für die Firmen, wo ich jahrelang spiele und das Fest verboten ist von dem Gemeinde, wegen Corona, weil es sind über 600 Leute. Aber ich habe keine Unterstützung bekommen, fast keine. Ich habe 200-300 Franken pro Monat bekommen von dem. Das ist schlimm eigentlich, ja. Genau. Das ist schlimm und das hat gerade die Eventbranche, Musikbranche. Aber nicht nur ich, es sind so viele Künstler, wo, selbstständige Künstler, die betroffen sind. Ja, ja. Vielleicht 90%, die keine Unterstützung bekommen haben. In so einer Situation macht man sich dann wahrscheinlich auch Gedanken, ja, kann ich dann überhaupt noch leben? Man weiß nicht, wie lange geht das, dann hört das irgendwann auf, oder? Ja, man hofft. Was kann ich allenfalls sonst noch? Hast du dir auch Gedanken gemacht, irgendetwas anderes vielleicht mal zu machen? Oder ist Musik auch dein Leben? Musik ist eigentlich mein Leben. Ja. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, habe ich einen schnell Coiffeur-Kurs gemacht, einfach für Zukunft, aber ich hoffe, dass ich das nicht brauche. Ja. Jetzt haben wir bald April, Ende März. Es ist immer noch schwierig momentan. Hast du schon ein neues Engagement? Seit zwei Wochen habe ich schon die erste Anfrage. Ja. Eigentlich. Ja. Sind schon für Oktober oder für 2022, aber immerhin. Fast ein Jahr habe ich nicht mal eine einzige Anfrage. Nicht ein einziges. Und die noch nicht gebucht haben, etwas vorher, ein schönes Fest. Ja. Diana, also Diana liegt jetzt Aufträge entgegen, gell? Jederzeit. Genau. Und nebst singen, nebst üben, hast du dich auch immer in Form gehalten? Was machst du, dass du so gute Figur immer hast? Ich meine, auf der Bühne, aber du gehst so viel mit Energie dahinter. Das ist nichts. Ich habe sogar 5 Kilo zugenommen, aber konnte ich immer noch nicht. Habe ich mir gedacht, nein, jetzt kommt Kamera und. Aber ist egal. Ich glaube, bei vielen ist heutzutage so, weil viele machen Homeoffice und habe ich keine Lust auf richtigen Sport. Obwohl, jetzt beginne ich langsam, weil mein Hobby ist Golf zu spielen und. Jetzt bei schönem Wetter beginne ich das wieder Golf, zu üben. Haben wir Viertel in vor Natur zwei Jahren habe ich angefangen und ich bin bei Golfclub Migro in Ottelfingen. Machst du das auch eine gute Figur? Ja. Also ganz neben Stil. Ja, ich spiele so gern Golf. Hast du da schon das Handicap? Und was haben wir da? 35,5. Das ist aber sehr gut, oder? Ja. Und das ist eine Schlange, da habe ich so auch große Angst gehabt. Ja. Die hat dir wahrscheinlich. Verhindert, dass der Ball ins Loch hineingegangen ist. Ja, genau. Genau. Und dann hast du da auch noch ein Erlebnis gehabt. Oh, das ist ein super Erlebnis. Ich habe Hochzeit gespielt für ein Pärchen und dann nach zwei Jahren haben sie mich angerufen und haben sie gesagt, Diana, wir haben ein Boot gekauft und dürfen wir das nach dir nennen? Ich habe gesagt, was für Frage, dass mir eine Ehre so, so etwas zum machen. Da habe ich Rede vorbereitet, wir haben Buchstaben geklebt und da war ich taufen? Ja, Gotte. Genau, taufen vor diesem. Genau, und da habe ich Rede für den Besatzer geredet und haben wir Champagner kaputt gemacht. Da haben wir übrigens noch den Hans gehabt, gesagt hast. Der Hans ist ja sehr bekannt. Mit ihm habe ich so viele Auftritte. Einfach per Zufall, aber immer wieder treffen wir uns. Er ist natürlich auch in der Region da sehr bekannt. Genau, oder? Und man kennt dich, man kennt dich. Und ich spiele viel hier in der Region. Und genau. Ich spiele auch
sehr viele Jahre für Suser, für Logistikfirma Suser in Ottelfingen. Hast du bis jetzt können spielen? Jetzt halt auch nicht mehr, gell? Nein, auch nicht, nein. Ich habe gemerkt, du hast jetzt in dieser Zeit, eben, du hast viel Gedanken gemacht, du hast auch andere Musikarten, du hast glaube ich Arien angefangen üben. Jetzt hast du die noch nicht können vom Publikum spielen. Bei uns hättest du mal Gelegenheit, die mal vor dem Fernseher, würdest du mal ein, zwei Stoffe singen? Ja, das ich hab immer gesagt, ja, jetzt muss ich diese Zeit nutzen und irgendwie ist mir plötzlich die Idee gekommen, weil ich will immer mein Publikum mit Neuem begeistern. Auch so vor fast 10 Jahren habe ich angefangen mit Saxophon. Dann vor 5 Jahren mit Ukulele. Und alle haben mich immer unterstützt und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es einfach so und habe ich nur so gesungen. Oh, mio bambino caro, mi piace bello, bello, andare in porta rosa, la compenar l'angelo. Und so habe ich das gepostet in Facebook. Wunderschön. Danke. Und habe ich gesagt, soll ich mich trauen, soll ich nicht? Und alle haben gesagt, sicher, Diana. Und so habe ich meine erste Arie von Puccini, von seiner Oper, gelernt. Ich kann die auch mal von dem her singen. Sehr genau. Ja. Zweimal habe ich im FIFA-Restaurant gespielt für Firmen. Und natürlich kann mich nicht entgehen, ein Foto mit Sepp Blatter und von Jackie Donuts. Genau, zu machen. Das sind schöne Erinnerungen, gell? Genau. Und ich hoffe, dass alles wird wieder kommen. Ich hoffe auch. Dass du auch so Sachen noch können. Diana ist mein Vorbild, sie ist nicht so bekannt, ich kenne sie im Live-Auftritt im Hotel. Also du bekommst viele gute Kommentare, aber vielleicht kennst du das auch. Das war ein Junge vom Grand Prix in Wallis, Grand Prix heißt diese Fest, und er hat zweiten Platz gewonnen. Ja. Und ich kenne ihn, seit er 6 Jahre alt ist und dort war er 11. Mhm. Und seine Mutter hat mir die Zeitung geschickt und hat gesagt, Diana, hast du gewusst, dass du Vorbild von ihm? Ich habe gesagt, nein, ich habe ihm immer geholt. Bei mir, und wir haben immer gesungen Rote Lippen und Country Road zusammen. Schön. Und dann war er ein Interview in der Zeitung und er hat gesagt, der Jan ist mein Vorbild. Und ich war so glücklich, einfach überglücklich. Gut. Eben jetzt kommt die Zeit hoffentlich nach Corona. Und du musst auch wieder Aufträge haben, du willst wieder singen. Ich glaube, singen ist auch ganz, ganz wichtig für uns Menschen. Oder? Da geht das Herz auf, das ist eine Form von Freude, die man da wieder rüberkommt. Das kannst du super rüberbringen. Wie gehst du da weiter? Sind gewisse Sachen, die vielleicht wieder kommen? Bist du am Üben? Tust du da aktiv jetzt auch dich irgendwo bewerben? Oder was machst du? Oder hast du einfach das Vertrauen, dass jetzt das wieder kommt? Ich glaube, es kommt schon wieder. Irgendwann kommt es schon wieder. Und ich mache eigentlich gar nichts. Mundwerbung, sag mal, das ist das Beste. Oder man findet mich per Zufall in meiner Homepage im Internet oder Mundwerbung. Wie heißt die Homepage? Dianamusik.ch. Sehr gut, Und da bei uns im Fernsehen natürlich auch. Die Leute sehen dich jetzt da, also du bist offen und ich kann buchen, gell? Ja, und ich kann mich sehr gut anpassen mit Lautstärke, mit Musikrichtung und. Das will ich sagen, und du spielst wirklich alles. Meine, ein bisschen von alles, sage ich. Ein bisschen von alles. Kann ich weil ich habe Feste, wo die Leute sagen, wir wollen gar keine Deutschschlager. Nicht mal ein. Gibt es Feste, wo sagen, wir wollen nur deutsche Schlager und Oldies. Aber meistens sind gemischt. Die Leute machen so eine gesunde Mischung, mache ich von allem, wenn keine speziellen Wünsche sind. Dann lassen wir doch jetzt zum Schluss noch mal ein Stück hören, vielleicht am Piano noch. Ja. Und dann wünschen wir alles, alles Gute. Schön, dass wir mich hier zügellos haben. Die Leute, die dich noch nicht gekannt haben, hast du gewusst? Ja. Zügellos, haben die Beste. Danke für die Anfrage. Ich war so überrascht, und weil ich bin kein Star, aber ich liebe meinen Job über alles und einfach die Leute merken das, dass ich mit Herz mache. Natürlich mache ich es für Geld, aber am ersten Platz vom Herz. Du musst ja auch leben, Geld brauchst du dazu. Oder? Genau. Doch. Also, dann tun wir doch noch zum Abschluss hören. Und wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg und bleib so wie du bist. Ganz eine tolle Frau. Dankeschön. Merci, danke, viel.